Dir fehlen nur noch wenig XP fürs nächste Level oder du bist kurz davor, ans Nordmeer zu können oder endlich hier den Kupfersee bereisen zu können, dann ist das nächste Wochenende genau richtig für dich. Doppelte XP bekommen wir am nächsten Wochenende. Ja, das ist natürlich fantastisch. Doppelt XP am gesamten nächsten Wochenende ist natürlich sehr, sehr nice. Das heißt, da können wir natürlich die Zeit richtig sinnvoll nutzen und gucken, dass wir dann in der Zeit vielleicht, wie gesagt, einfach noch das nächste Level erreichen oder uns einfach so ein bisschen vorwärts boosten. Am Freitag geht es los, in der Nacht. Also am 23. August, 2 Uhr, startet es. Also mit dem Start der Happy Hour sozusagen. Wenn man Premium hat, geht es ja nachts immer dann los mit der Happy Hour. Dann geht es los, 2 Uhr bis zum 26. Also Montag, 2 Uhr. Bis dahin haben wir die Chance, doppelt XP zu bekommen für die Fische, die wir fangen. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir uns dann Spots raussuchen, Gewässer raussuchen, Fische raussuchen, die auch entsprechend gut XP liefern und natürlich auch zusätzlich noch neben den XP eine gute Frequenz haben. Das heißt, wir wollen ein paar Fische ziehen, die sich lohnen. Und nicht so ein paar kleine hier, sondern gerne etwas, was eben auch richtig gut reinballert. Im Idealfall hier jetzt am Kupfersee natürlich eine Stelle, wo es viele Kois gibt, denn die bieten halt richtig, richtig viel XP. Nebenbei verdienen wir natürlich auch noch gut Silber, ist ja klar, wenn man da so ein bisschen Gas gibt und schön durchzieht, lohnt sich das auch natürlich finanziell, das heißt, wir werden ordentlich Silber verdienen. Wenn du im Low-Level-Bereich bist, also im Level-Bereich, sagen wir auch ruhig mal bis 26 ungefähr, wenn du also noch nicht zum Bernsteinsee kannst, dann lohnen sich natürlich auch Fische, die man leicht und schnell bekommt. Lauben, Hasel und Co. Das Angeln am Windenbach absolut sinnvoll. Warum nicht? Kaulbarsche kann man natürlich auch nehmen. Nicht die Fische, die so wenig XP bringen, wie zum Beispiel Giebel, Karauschen und Rotaugen. Klar fängt man die auf Frequenz, aber im Vergleich, so ein Giebel oder sowas bringt vielleicht 50 XP, einen Hasel um die 200 XP. Also da machen wir natürlich deutlich mehr XP durch dieses mal zwei Wochenende, durch diesen Bonus, als wenn wir dann eben normal auf die kleinen Fische dann gehen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man kontinuierlich dranbleibt. Das heißt, im Idealfall sucht man sich eine Stelle oder eine Angelmöglichkeit, wo man auf längere Zeit auch kontinuierlich was fängt und gar nicht so viel suchen muss, rumrennen muss und testen muss, sondern man hat vielleicht eine Art Route, die man abläuft und farmt quasi schön kontinuierlich Stunde für Stunde seine soliden Fische und XP. Ideal geht das natürlich beim Karpfenangeln. Denn wir haben an den bekannten und wichtigen Karpfengewässern mehrere Spots, die immer wieder gut funktionieren. Und wenn man sagt, okay, man macht ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden an einem Spot und dann lässt irgendwann die Frequenz nach, dann geht man zum nächsten Spot, bleibt bei seinem Setup so, bleibt am Gewässer so, man muss nicht viel rumlaufen, man hat einfach alles, was man schon ausgewählt hat und nutzt das dann einfach am nächsten Spot sozusagen. Und das macht dann halt einfach Sinn. Gerade eben, wie gesagt, hier auch mit Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen und Co. Oder wenn man das dann eben dann am Bärensee macht. Wir haben am Bärensee drei Spots, die super funktionieren. Wir haben am Bernsteinsee mehrere Spots, die sehr gut funktionieren. Da vielleicht auch am besten nochmal in die Tutorial-Serie reingucken zum Karpfenangeln, Karpfenangelpraxis, Karpfenangelbasis. Also das einfach durchziehen, damit du alle Infos hast und richtig schön rausziehen kannst. Karpfenangeln hat einfach den riesen Vorteil, wie gerade schon gesagt, wenn wir drei Spots in der Rotation nutzen, fangen wir quasi an der ersten Stelle an, angeln dort eine Stunde, gehen zum nächsten Spot, angeln dort eine Stunde, gehen zum nächsten Spot, angeln dort eine Stunde und haben dann zwei Stunden an zwei verschiedenen Spots verbracht. Das heißt, der erste Spot hatte zwei Stunden Zeit, um zu regenerieren, wird dann wieder fit sein. Und das heißt, man hat eine schöne Rotation mit drei Spots und kann dann eben kontinuierlich dort Fische, also die Karpfen rausziehen. Das lohnt sich. Aber wie gesagt, so eine Rotation aufzubauen, da muss man halt vorher auch ein bisschen testen, ein bisschen probieren
wo was geht und wie gesagt, auch die Basics natürlich beherrschen, damit das alles auch gut funktioniert. So, komm mal raus hier, der Spiegelkarpfen. Ja, gucken wir uns doch mal an, wie das denn eigentlich gemacht wird. Was sehen wir denn dann mit so einem Spiegelkarpfen? Wir machen das mal ein bisschen leichter mit ein paar glatten Zahlen. Also, schauen wir uns das nochmal im Detail an. Wir haben hier ein etwas leichteres Beispiel mit glatten Zahlen. Das macht es natürlich deutlich leichter zu rechnen. Unser Fisch bietet uns jetzt in dem Beispiel 1000 XP. Zu diesen 1000 XP kommt der Bonus. Das heißt, wir haben schon mal 2000 XP als Bonus. Dazu, in dem Fall jetzt, haben wir nochmal Bonus auf der Route. Wir wissen ja, auf den Ultralight und Light und Medium Light Routen haben wir Bonus XP. Bei Ultralight sind es 100% extra, beim Light Angeln sind es 50% extra und hier beim Medium Light Angeln sind es 25% extra. Diese extra XP beziehen sich auf den Basiswert, nicht auf den Bonus. Das heißt also, wir haben auf dem Basiswert plus 25% 250 XP, die kommen bei Gesamt am Ende noch oben drauf. Aber für die Basis oder für die Basics, wenn man jetzt mit einer normalen Route angelt, hast du die normalen Basis-XP, du hast den Bonus, der nochmal das gleiche ist, also doppelte. In dem Fall wären das dann 1000 und nochmal die 1000. Dann haben wir Premium, nochmal 1000 dazu. Das alles wird zusammen addiert in der Happy Hour und verdoppelt. Heißt also, in der Happy Hour haben wir die Basis-XP, die Bonus-XP, die Premium-XP, 1000, 2000, 3000, Happy Hour-Bonus mal 2, 6000 XP in der Happy Hour für diesen Fisch, anstatt Basis normal 1000. Plus obendrauf die 250 XP, die sich eben auf den Basiswert beziehen. Und das knallt natürlich richtig rein. Heißt also, wenn wir hier Fische nehmen, die eben nicht nur 1000 XP bringen, sondern vielleicht 200.000 XP für so einen Koi-Karpfen, dann machen wir richtig fett XP. Also jetzt sinnvoll alles nutzen, was uns Bonus-XP bringt. Gucken wir nochmal eben rein, zum Beispiel bei den Geschenken. Da gab es, wie gesagt, von vergangenen Events immer mal wieder diese Token, diese Premium-Tage, die man aktivieren kann. Das kann man jetzt natürlich sinnvoll nutzen. Zusätzlich sollte man natürlich auch gucken, dass man Alkohol in Maßen immer mal wieder ein bisschen was nachkippt. Die verschiedenen Sorten Alkohol haben unterschiedliche Wirkdauer. So ist das nochmal beim Alkohol. Ein Bier hat natürlich nicht so viel Bonusprozente wie eine Spirituose, also wie einen Wodka zum Beispiel. Und dementsprechend, ja, kriegen wir hierdurch mehr XP. Aber das Ganze ist natürlich auch deutlich teurer. Und wir brauchen wahrscheinlich auch irgendwann, damit wir nicht komplett unseren Lebensbalken runterschrauben durch das ganze Trinken, auch nochmal ein bisschen Medizin. Denn ja, die ganze Zeit den Alkohol trinken, das ist halt nicht so gut für den Charakter, für den Spielcharakter. Dementsprechend geht halt unsere Lebensanzeige runter. Dann brauchen wir hier die Pillen, damit wir das hier wieder so ein bisschen ausgleichen können. Dann bleibt eigentlich nur noch das passende Gewässer auszuwählen. Wie gerade schon gesagt, sehr viel im Low-Level-Bereich, halt am Windenbach angeln. Da sind die Fische, die sich lohnen. Natürlich kann man auch an der alten Festung vielleicht auf Amure gehen, da, wenn man da eine gute Frequenz hat. Da gab es jetzt die Tage noch Infos, dass es mit der Kartoffel ganz gut geht auf 21,67. Also schön basic, aber eben mit einer hohen Frequenz. Wichtig, nicht in die langen Drills gehen, sondern Masse, Masse, Masse. Jeder kleine Fisch zählt. Wenn er eben vernünftig XP bringt, dann lohnt sich das deutlich mehr, als eben 20 Minuten mit einem Fisch zu drillen, der dann einmal die XP bringt. Belaya, klar, wenn man im Spinning eher unterwegs ist, an der Belaya sehr viel angeln, am Koori sehr viel angeln. Die Fische am Koori lohnen sich auch. Dort eben auch gucken, dass man mit einem etwas kleineren Setup vielleicht reingeht oder kleineren Ködern. Auch da wieder für eine sehr hohe Frequenz. Ja, und wie gerade schon gesagt, Bärensee und natürlich auch der Bernsteinsee lohnen sich, wenn man schön kontinuierlich ohne viel
Ausfallzeiten einfach eine Rotation sich aufbaut, schön kontinuierlich durchzieht und eben über Stunden hinweg einfach die ganze Zeit farmen möchte. Das geht auch richtig, richtig gut. Das lohnt sich. Der Kupfersee ist natürlich wieder etwas schwierig, solange es da keinen richtig guten Hotspot gibt fürs Koi-Karpfenangeln, ist es, ich sag mal, normal gut. Wir brauchen beim Kupfersee schon auch einen Spot, wo immer mal wieder die Kois reingehen, denn sonst wird das von den XP nicht so wahnsinnig gut. Klar, es wird immer noch funktionieren, auch das Silber wird noch passen. Die Frequenz ist an manchen Spots auch jetzt die Tage schon gut gewesen, aber die großen Kois, die sind gerade noch nicht wirklich da. Das heißt, wenn wir jetzt bis zum Wochenende noch was rauskriegen, dann auf jeden Fall nachgucken, ob sich da was ergeben hat und sofort natürlich dann auch auf die Kois gehen, denn die lohnen sich richtig. Link zum Discord unterm Video, da gibt es jede Menge Infos, jede Menge Angler, die da ihre Spots auch teilen. Und was natürlich auch safe ist, ist natürlich das Nordmeer. Also Nordmeer angeln, wenn man sich das gönnen möchte, gerade hier mit so einer Nordmeer-Tour, dann macht man natürlich richtig viel XP. Gut Silber, viel XP am Nordmeer, aber bedenken, vorher gut informieren, wo geht man da hin, was macht man da. Ich verlinke da auch nochmal ein Video zu, zum wie startet man die Nordmeer-Tour, wenn man das noch gar nicht gemacht hat. Die Basics, der Angler fängt die Fische, nicht dein Setup. Also du musst wissen, wie das funktioniert, dann klappt das auch. Yama ist natürlich auch eine Möglichkeit für Spinning, genauso wie Tunguska. Also auch die beiden Gewässer, Tunguska im Seitenarm. Aber kleiner Nachteil beim Spinning, wir haben immer so ein bisschen die Downtime in der Nacht. Bedeutet also, nachts auf jeden Fall noch eine Alternative suchen, damit man diese Zeit so ein bisschen überbrücken kann, damit das auch kontinuierlich die ganze Stunde überläuft und man kontinuierlich XP macht. Achtuba auch durchaus nochmal eine Option. Vielleicht sogar das Büffelfischangeln, da sind wir ja konstant auch wieder mit einer guten Frequenz unterwegs. Also das durchaus eine Option. Stör- oder Aralbarbe auch durchaus eine Option. Sehr, sehr gute XP. Allerdings die Frequenz absolut im Keller. Also das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das sind so, würde ich sagen, so die wichtigsten Gewässer. Ich glaube, ich habe alles. Bis auf, haben wir noch mehr von diesem Bonus. Kriegen wir mehr XP, wenn wir zum Beispiel Prozente haben wollen? Nee. Bezieht sich, also diese Prozente zum Beispiel, das bezieht sich einfach immer nur auf die Basics, auf die Basis XP, genauso wie die Prozente bei den Routen zum Beispiel. Also da tut sich gar nichts. Also die Skillpunkte sind nicht verdoppelt, sondern wir bekommen einfach eben nur auf den Fisch, auf die Basis-XP bekommen wir das Doppelte nochmal obendrauf. So viel dazu. Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. Wenn ja, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder jetzt am Wochenende knallhart XP-Farmen am Wasser. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.